geht um den Pflegegrad. Uns liegt die Information vor, dass Sie einen Pflegegrad haben oder jemand in Ihrer Familie einen Pflegegrad hat. Und ich bin jetzt für Sie da, damit Sie die kostenlosen Pflegeprodukte bequem per Post nach Hause bekommen können. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Martina Thalemartens. Ich rufe an von hier Deutschland. Und zwar geht es um die Unterlagen, die wir rausschicken wollen. Sozusagen zu Urzversicherung der Zähne. Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal ein etwas anderes Video mitgebracht. Mich rufen täglich 20 bis 40 verschiedene Nummern an, die mir irgendwas Tolles verkaufen wollen. Entstanden ist das Ganze durch eine einzige Anmeldung auf einer Gewinnspiel-Webseite. Eine Erlaubnis, mich anzurufen, hat hier natürlich kein einziger. Da es natürlich leider nicht immer klappt, die netten Verkaufstalente in der Leitung zu halten, entstehen dabei auch viele kleinere Telefonate. Hier habe ich euch einmal drei davon zusammengestellt. Ich hoffe, dass das Video euch trotzdem gefällt und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren einfach mal dazu berichtet, was ihr davon haltet. Mit von Cora Blue spreche mit Herrn Gerold Steiner. Ist am Apparat. Ja, das ist schön, der Reiche. Es geht um den Pflegegrad. Uns liegt die Information vor, dass Sie einen Pflegegrad haben oder jemand in Ihrer Familie einen Pflegegrad hat. Und ich bin jetzt für Sie da, damit Sie die kostenlosen Pflegeprodukte bequem per Post nach Hause bekommen können. Und da geht es ja um Desinfektionsmittel, Eimerhandschuhe, Mundschutz und so weiter. Und da wollte ich Ihnen gern einmal den Antrag in Papierform zukommen lassen, damit Sie sich das zu Hause einmal in Ruhe durchlesen können. Sie wissen schon, dass das ein illegaler Werbeanruf ist? Nein, also es ist ja nicht illegal. Also es ist ja für Menschen gedacht, die einen Pflegegrad haben, und für die Menschen ist es ja kostenfrei. Ja, und wir sind zuständig für die Anträge, die in Papierform rauszuschicken. Und wenn die Anträge zurückkommen, leiten wir sie weiter an die Kasse. Die Kasse prüft das Ganze dann nochmal und dann geht es halt seinen Gang, ne? Dass die Menschen dann jeden Monat eine Pflegebox im Wert von 60 Euro dann bekommen können. Ja, und woher haben Sie meine Nummer, dass Sie mich anrufen? Das kann ich Ihnen leider nicht genau sagen, weil bei mir kommen die Gespräche einfach so rein und meine Aufgabe ist dann eben halt abzufragen, erstmal, ob ein Pflegegrad vorliegt und wenn ja, ob man schon gut versorgt ist mit einem. Da sind Sie laut Datenschutzverordnung aber zu verpflichtet, mir Auskunft darüber zu geben, wo Sie meine Telefonnummer her haben. Das ist ein Gesetz. Also ich kann Ihnen gerne sonst die Telefonnummer, also von Cora Blue geben, da können Sie auch direkt dann anrufen und dann dort nachfragen, wie das... Nee, Sie müssen das wissen. Sie müssen das an Ihrem Arbeitsplatz wissen. Wenn Sie mich anrufen und outbound betreiben, müssen Sie das gesetzlich verpflichtend wissen, woher Sie meine Nummer haben. Also wenn hier manchmal nur irgendwelche Kürzel stehen, also ich, das bringt Ihnen dann wahrscheinlich auch nichts, wenn ich jetzt Bindestrich PSM, Hashtag 8, also ich kann damit anfangen, das ist das, was dort steht. Manchmal steht es auch genau drin. Ne? Ist auf jeden Fall schon mal der beste Beweis dafür, dass Sie illegal anrufen. Ja, aber wie auch immer, also brauchen Sie keine Pflegehilfsprodukte, davon gehe ich jetzt aus. Na, ich brauche auf jeden Fall keine Betrüger am Telefon. Aber es ist kein Betrug, Sie können auch gerne unter www.curablue nachlesen, also das ist kein Betrug. Das wenn es kein Betrug wäre, dann könnten Sie mir jetzt ganz genau sagen, wann und wo die Nummer eingetragen wurde und wo das herkommt. Also es ist ja einfach eine Maske, die aufgeht, ne? Das steht hier leider nicht. Also das, aber Sie können das ist aber verpflichtend, das ist ja scheißegal, wie die Maske sprechen. Aussieht. Es ist ja, gesetzlich also, verpflichtend. Ja, gut. Also, dann gehe ich davon aus, dass Sie keinen Pflegegrad haben und auch keine Pflegehilfsprodukte benötigen. Ja, dann nehme ich Sie raus aus dem System, dass wir dann nicht nochmal bei Ihnen anrufen. Ich würde eigentlich gerne, dass Sie mich an einem Teamleiter weiterverbinden. Ja, Sie können gerne. Ich kann Ihnen eine Telefonnummer geben, wenn Sie was zu schreiben haben. Ich werde jetzt bestimmt nirgendwo anrufen. Also, ich sitze im Homeoffice. Ich kann Sie jetzt nicht weiterleiten, weil Sie das möchten. Ja, das ist aber auch nicht mein Problem. Aber ich kann Ihnen meine eine Telefonnummer geben, wenn Sie möchten. Ja, brauche ich nicht, wie gesagt. Also Sie rufen mich an und das ist ein illegaler Werbeanruf. Ja, aber dann legen wir jetzt einfach auf. Also dann hat sich das ja erledigt für Sie. Ja? Okay, dann alles Gute für Sie. Wiederhören. Tschüss. Sonderlich beeindruckt hat sie das ja scheinbar nicht. Sie hat auch davon gesprochen, dass bei ihr manchmal drinsteht, woher die Kontakte kommen und manchmal nicht. Vermutlich werden genau das dann auch die illegal gekauften Datensätze sein. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Martina Thalemartens. Ich rufe an von hier Deutschland. Ich spreche gerade mit dem Herrn Gerold Steiner. Ja, ist am Apparat. Registriert für eine Probefahrt mit dem Kia Sorento Plug-in Hybrid. Ist das richtig? Das ist nicht richtig, nein. Nicht richtig? Nein. Okay, also
die komplette Anfrage nicht richtig oder das Fahrzeug? Na, der Name stimmt schon, aber die Anfrage scheinbar nicht. Okay, dann nehme ich die Anfrage wieder raus, ja? Alles klar. Alles klar, dann schönen Tag Ihnen noch. Auf Wiederhören. Es ist schon beeindruckend, welche Palette an Firmen sich hier die Datensätze kaufen, um so ihr Brot und Wasser zu verdienen. Ganz besonders kurios wird's im nächsten Telefonat. Der Mitarbeiter legt sofort mit der Datenüberprüfung los und tut so, als müsste nur noch einmal etwas abgeglichen werden. Diese Masche ist ganz besonders gefährlich, da hier viele so überrumpelt sein werden, dass sie gar nicht mitbekommen, was hier passiert. Fröhlich ist mein Name. Herr Gerold Steiner, sprechen? Ist am Apparat. Und zwar geht es um die Unterlagen, die wir rausschicken wollen, zur Zahnzusatzversicherung der Zähne. Und dann wollten wir die Unterlagen rausschicken an die Steigerstraße 77 in Berlin, noch korrekt? Das ist soweit richtig, ja. Super, dann haben Sie nächsten 2 bis 3 Werktagen auf Ihrem Briefkasten, da werden die Unterlagen zugeschickt. Unterlagen bitte prüfen, einmal Ihren Zahnarzt zeigen ab dem 1.10. Entschuldigung, sind Sie auch im Bereich der Zähne versichert? Aha. Und wie kommen Sie da auf mich? Wie ich auf Sie komme? Ich komme auf Sie, weil Sie sich bei uns im Internet eingetragen haben zum Thema Zahnzusatzversicherung und ich mich deshalb bei Ihnen melde. Aha, auf welcher Webseite denn genau? Schon etwas seltsam. Ich habe mich also angeblich auf irgendeiner Webseite eingetragen. Auch meine Frage, welche, endet dann aber auch schon beim Auflegen. Nachfragen darf man also nichts. Ich hoffe, dass euch mein etwas anderes Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ja. Wir hören uns dann wieder im nächsten Video.